schickes Riesenwohnzimmer. Naja, andererseits scheine ich Mäusegröße zu haben, seit wir angekommen sind. Wer hier wohl wohnt? Ui, hier riecht es ein wenig nach alten Socken. Ein riesiger Brocken Schokolade. Die Alufolie habe ich auch eingesteckt. Wow, ist das hoch. Das nehme ich mit. Pflanze haben wir zu Hause auch. Der würde sonst bis zur Uhr reichen. Haha, das hat doch mal geklappt. Die ist ja riesig. Wenn die klingelt, macht sie bestimmt auch einen Riesenkrach. So aus, als ob das Ding ist, das Kuckuck macht. Sogar der ist riesig. Der Kuckuck hat gar nichts gemacht. Ich glaube, die Uhr ist kaputt. Toll. Riecht wie meine Modelleisenbahn. Mit bloßen Händen gehe ich da aber nicht dran. Wow, das war laut. Mal sehen, ob der Riese aufgewacht ist. Oh Mann, der schläft immer noch. Hey, aufwachen! Aua! Oh! Oh! Verflixt und... Oh oh, das wollte ich nicht. Oh! Au! Hallo?
Ich wollte nur Ihre Uhr reparieren, um sie... Hat dein Lehrer gesagt, dass du das tun sollst? Nein, nein, wieso sollte... Alter Magier von Mauswald. Wie ich sehe, hat mein Schüler... Hast du ihm gesagt, dass er das tun soll? Nein, wirklich. Nun gut. Au, mein Kopf. Wartet eine Sekunde. Sei mir willkommen. Jeremias Haselnuss. Du bist also des Kaninchens neuer Zauberlehrling. Ein Baumläuferanwärter, in der Tat. Oh, Sie sind also doch kein Geist. Nein, nicht direkt. Aromolena, der Magier von Mauswald, ist Meister des Aktivschlafs. Schläft er, geht sein wacher Geist auf Wanderschaft. Das ist ja ein Ding. Vielleicht kann er dich eines Tages in seiner Kunst unterweisen. Aro, den Namen hat lange niemand ausgesprochen. Es ist lange Zeit her. Sehr lange Zeit. Seit ein Schüler in Mauswald ausgebildet wurde. Wirklich? So lange? Wir sollten es uns etwas bequemer machen, alter Freund. Junger Haselnuss, wie ich höre, hast du dich im Mauswald schon als Baumläufer bewiesen. Deine nächste Prüfung wird es sein, die 4 Portale von Mauswald zu passieren. Hinter jedem der Portale sollst du einen Zauber lernen. Wow, das klingt spannend. Doch zunächst musst du etwas zurückgeben. Was denn? Entschuldigung, aber ich glaube, du hast mein Buch. Oh, ja, die Maus mit dem Rucksack hat es mir gegeben. Danke. Es ist sehr wertvoll für mich. Jetzt möchte ich auch eine über dich schreiben. Ich sammle Geschichten, weißt du? Wer war das? Er kam mir bekannt vor, aber ich kann mich nicht erinnern, warum. Nur ein Waldgeist. Ein guter Bekannter von mir. Du solltest dich ausruhen, Jerry. Es war ein langer Tag für dich. Leg dich erst mal ein wenig hin. Wenn Sie meinen? Ich... Und schon schläft er. Alter Freund, was um alles in der Welt tust du hier? Ich bilde einen Baumläufer aus. Das meine ich nicht. Ich sage das in aller Freundschaft. Es ist unmöglich, dass du hier bist. Glaub mir. Du hast die ganze Nacht durchgeschlafen. Aber nicht gut. Ich vermisse mein Bett. Nur Mut, Jeremias Haselnuss. Zauberer müssen stark sein. Deine nächste Prüfung wird es sein, die 4 Portale von Mauswald zu passieren. Hinter jedem der Portale sollst du einen Zauber lernen. Okay. Du kannst von nun an jederzeit zwischen Tag und Nacht hin und her wechseln, indem du auf einer Hängematte schläfst oder dieses magische Buch liest.